Ja, hier möchte ich ein bisschen was berichten über die Entwicklung von Themsin von der 9. bis zur 12. Woche. Und hier hat sie jetzt das erste Mal die Labradore meiner Freundin getroffen. Da hat man jetzt gerade gesehen, da gibt es so ein kleines Wuff und sie läuft erst mal hin. Und 2 Minuten später ist alles vergessen und sie läuft mit dieser Gruppe mit. Da ist sie 9 Wochen alt. Ein paar Tage später haben wir einen kleinen Malteser getroffen. Da ist jetzt hier auch meine Musa mit dabei. Das hier ist die Musa, der kleine Fuchsdackel und die Themsin. Und ganz wichtig bei diesen Treffen ist, dass wir nicht gleich die Hunde quasi aufeinander loslassen und spielen lassen, sondern wir laufen erstmal ein bisschen parallel und leinen die nicht gleich ab. Und später ist dann das Ganze ganz entspannt und dann kann auch ein ganz gutes Spiel daraus entstehen, wenn man die nicht mit so einer großen Erwartungsspannung quasi aufeinander drauf loshüpfen lässt. Hier hat die Themsin ihren Bruder getroffen, den Twix. Das ist jetzt noch mal ein ganz anderes Spiel als eben mit dem Malteser, nämlich so ein bisschen ein Spiel untergleichen. Ja, da kommt jetzt kurz der Schäferhund dazwischen und splittet dieses Spiel. Das heißt, es wird dadurch kurz körperlich unterbrochen, weil es zu wild war. Da sieht man einfach, das sind natürlich Geschwister, die sprechen die gleiche Sprache und die verstehen sich einfach wirklich auch und haben auch natürlich den gleichen Unfug im Kopf, ganz klar. Hier hat Themsin einen Aussidor getroffen, eine Hündin. Und am Anfang war das so, dass man da ein bisschen eingreifen musste. Allerdings hat die Themsin nicht wirklich viel Schutz gebraucht, ja, sondern sie konnte das ganz gut selbst regeln. Man sieht hier, dass immer wieder so ein kleines Vor und Zurück auch gibt, ja. Das heißt, wenn der eine nach vorne geht, geht der andere zurück. Und das Erste, was sie jetzt quasi diskutieren mussten, war, dass man auch, wenn man kleiner ist, nicht mit der Pfote auf den Kopf gehauen werden möchte. Und das hat Themsin richtig gut kommuniziert. Und so ganz langsam wird dann auch wirklich ein Spiel draus. Und hier hat sich die andere Hündin dann wirklich auch sogar hingelegt. Die ist ein paar Wochen älter als Themsin. Da muss man natürlich auch immer ein gutes Auge drauf haben, ne, auf solche Altersunterschiede. Aber wenn sie dann natürlich auch so ein wirklich tolles Verhalten zeigt, eben mit sich hinlegen, das ist prima. Hier hat sie versucht, es auf ein Objektspiel so ein bisschen umzumünzen, ne? Aber es hat noch nicht so hundertprozentig geklappt. Dazwischen gibt es immer wieder einen Rückruf auf dem Spaziergang. Die Spaziergänge sind natürlich jetzt noch nicht so super lang für so einen kleinen Welpen, das ist klar. Das hier gibt jetzt noch kein Spiel, da fehlt noch so ein ganz klein bisschen die Verständigung. Und ein Straßentraining haben wir auch gemacht bis jetzt. Das muss man auch nicht gleich sofort übertreiben, ja. Das heißt, wir sind hier einfach wirklich auch an der Straße losgelaufen, haben die Kleine erkunden lassen. Immer wieder auch die Blickkontakte wieder zurück belohnt. Das kennt ihr schon aus den Videos mit Friederike von letztem Jahr. Und wenn ich jetzt nicht will, dass sie irgendwo reingeht, zum Beispiel in so eine Rabatte, dann spreche ich sie an und hole sie wieder raus. Hier hat es ein Papier auf dem Boden, da kann ich sie auch direkt weglocken. Da haben wir ein Codewort dafür, das heißt tauschen. Auch hier wird wieder jeder Blickkontakt belohnt. Und was ich jetzt bei Themsin auch gemacht habe, das habe ich bei Friederike noch nicht gemacht, ist jedes Mal, wenn ein Auto kommt, habe ich sie auch mit dem Begriff dafür, nämlich Auto, zu mir geholt und sie direkt gefüttert. Und so kann ich vermeiden, dass sie später beweglichen Objekten mal versucht hinterherzugehen, weil sie direkt lernt, dass sie sich sofort an mich wendet, wenn eben ein bewegliches Objekt kommt.
Und dieses Benennen, das ist für den Welpen auch sehr hilfreich. Und bald gibt's was Neues von Temsin. Bis bald.